Hey Leute, willkommen zu Part 49 von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir uns die Teile für die Kletterrüstung besorgt. Uns hat nämlich das Kopftuch und die Handschuhe gefehlt. Die haben wir auf jeden Fall jetzt bekommen. Und... na, schaffen wir das? Ah, kurz vorher ersoffen. Ha. Geil. Warten wir kurz, bis das resettet ist. Auf jeden Fall in dem Part wollen wir das Krogrätsel mal schnell lösen. Dann gehen wir nach... zum Dorf der Soras gehen wir und besorgen da mal die Sora-Hose. Die fehlt uns nämlich für das Sora-Set. Und dann vielleicht noch den Akala-Turm erklimmen. Den haben wir ausgelassen. Weil wir da nicht hochgekommen sind. Aber wir haben ja Gott sei Dank jetzt eine neue Fähigkeit, mit der wir da hochkommen. Schildschlittern. Ja, das ist eine sehr coole Angelegenheit, das Schildschlittern. So. Na? Bisschen schneller. Nijiyoma-Schrein. Den haben wir schon abgeschlossen. Na, komm her. Ausdauerkrabben sind immer gut. Wegrennen gibt's nicht. So, ich weiß auch schon, wie wir an die Hose kommen. Und zwar müssen wir eine Quest annehmen. Die kriegen wir auf der rechten Seite des Dorfes. Und zwar da vorne. Bei der Sora da. Guten Abend. Link, der Titan hat sich zwar beruhigt, doch es gibt da noch etwas, das den Frieden im Dorf bedroht. Diesen Berg da nennt man das Donnerhorn. Dort treibt sich ein Monster mit einer roten Mähne namens Leune herum. Es muss jetzt nicht genau der sein, aber kannst du mir irgendwie einen Leunen zeigen? Alles klar. Sehr gut, wir scheinen auf einer Wellenlänge zu sein. Auf dem Donnerhorn gibt es eine Klippe, das Kap der Prüfung. Es gibt hier einen Unruhestifter, der Leute dazu antreibt, von diesem Kap in den östlichen Stausee zu springen. Aus diesem Grund möchte ich Aufklärungsarbeit über das Monster auf dem Donnerhorn betreiben, den Leunen. Wenn bekannt wird, wie dieses Ungetüm aussieht, wird sich niemand mehr zum Kap der Prüfung wagen. Zumindest ist das meine Hoffnung. Also dann, Link. Die Einzelheiten überlasse ich ganz dir. Zeig mir einfach, wie ein Leune aussieht. Ich danke dir. Nicht zu danken. Mache ich doch gerne. Es geht doch nichts über ein paar Heulpfeile. Was? Heulpfeile, genau. Holzpfeile. Na? Geht ihm schon die Puste aus? Oh, warum nicht? Zack. Und ein paar Spurtkröten. Sind auch immer gut. Und ganz viel Spurtlotus. Da
Dann können wir uns mal wieder Sprintmedizin kochen, damit es ein bisschen schneller vonstatten geht. Schnell ist immer gut. Und hinauf. Das ist nämlich der schnellste Weg da hoch. Und nochmal. Oh, die Tafel da können wir uns mal anschauen. Ich glaube, ich habe da so eine Quest. Moment. Zack, zack. Fleunensteinbruch. Lehrgeld. Ja, okay, habe ich doch nicht. Ich war der Meinung, dass ich so eine Quest habe, wo ich alle Tafeln finden muss. Die Geschichte des Volkes der Sora. Zweiter Zusatz. Prinz Sidon streckt ein Monster nieder. Im Meer von Hateno lebte einst ein Oktorok von gigantischen Ausmaßen, groß wie ein Berg. Die Fischerleute lebten in ständiger Furcht vor diesem Ungeheuer. Als Kunde von dieser Not Prinz Sidon zu Ohren kam, zog er aus, um den Oktorok zur Strecke zu bringen. So stellte er sich dem Ungeheuer und ein Kampf entbrannte. Gerade war der Prinz einem Stein, den das Biest nach ihm spuckte, ausgewichen, als es ihn plötzlich einsaugte. Mit dieser List hatte das Monster schon die Karriere zahlreicher Helden für immer beendet. Nicht einer hatte überlebt. Doch als die Zuschauer sich entsetzt abwendeten und den Verlust des Prinzen beklagten, schrie der Oktorok auf. Mit einem mächtigen Ruck brach die Spitze einer Schuppenlanze aus dem Bauch des Ungetüms hervor. Prinz Sidon hatte im Inneren des Oktoroks den Kampf keinesfalls aufgegeben. Dem Monster blieb nichts anderes übrig, als den Prinzen auszuspucken und zu fliehen, sich in Schmerzen windend. Noch heute ist die Erzählung von Prinz Sidons Heldenmut überall am Meer von Hateno in aller Munde. Ja, unser Prinz Sidon ist ein kleiner Held. Aber so einen großen Oktorok habe ich noch nicht gesehen. Und nochmal. Auf geht's! Zum Leunen. Das ist immer cool in der Luft. Auch ein paar Elektropfeile. Schaden ja nicht. Auf jeden Fall müssen wir auf das Fotomodul. Denn wir müssen ja ein Foto vom Leunen machen. Gibt's hier noch einen Donnerfall? Nö. Okay, erstmal. Was nehmen wir denn? Das Reckengewand, den Hylia Beinschutz und den Hylia Helm. Damit haben wir zumindest ein bisschen mehr Verteidigung. Die Frage ist, da ist er. Sehr schönes Porträt. Und jetzt machen wir ihn zusätzlich noch platt. Haha.
Ey. Uncool. Aus der Nähe mit Elektrofallen auf mich schießen. Das kriegst du zurück, Alter. Ha. Das klappt ja richtig gut diesmal. Königsschwert ist im Arsch. Also. Na? Hä? Schon wieder kaputt? Was soll denn das? Na, komm her. Haha! Down ist er. Das ging ja richtig einfach fast schon. Aber hier können wir mal ein paar Fotos machen. Na, mit Schatten? Nee, ohne Schatten. Schönes Leuenschwert. Schön alles einspeichern. Ein paar Elektrofeile. Und da sind noch mehr Elektrofeile. Ein Leunenschild. Was war hier noch? Der Leunenbogen, der hängt hier so in der Luft. So, und mehr können wir auch gar nicht fotografieren. Die Materialien brauchen wir nicht fotografieren. So. Jetzt gucke ich gerade noch. Ob es hier vielleicht noch in dem einen oder anderen Bogen... Baum. Ach, da. Ein paar Elektrofeile gibt. Drei Stück? Das war ja viel. Mal gucken. Da sind ja auch drei Stück drin. Wo hängen die denn drin, ey? Ganz oben, oder wie? Na? Elektrofeile sind immer gut. Okay, da sind keine. Auch keine. Na, wo rollt denn der hin? Gut, dann wieder zurück zum Dorf der Soras und die Quest abgeben. Damit wir die Sora-Hose bekommen. Manche Monster schlafen nachts, was sie anfälliger für Schleichangriffe macht. Ja. Manche Monster verwandeln sich nachts aber auch in... wie nennen sich da die? Die Knochenviecher? Da gibt's doch auch einen... bestimmten Namen für. Komm gerade nicht drauf. Ha. Eine Prüfung? Was? Habe ich eigentlich genug Leuchtsteine? Leuchtsteine, Leuchtsteine. Ja, ganz viele. Kann ich dir helfen? Hier, Leuchtsteine. Klar. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Er kann bis zehn zählen. Das ist wirklich alles, was wir haben wollten.
ich nehme dir die Leuchtstunde mal geschwind ab. Natürlich sollst du auch belohnt werden. Mit einem Diamant. Toll. Ich lege sogar einen oben drauf. Noch einen. Cool. Du bist unser Retter. Wenn du wieder 10 Leuchtsteine hast, die können wir immer gebrauchen. Aber ich kann dir nur einen Diamanten geben. Ich hoffe, das ist noch... 10 Leuchtsteine gegen einen Diamanten. Warum nicht? Ich glaube, die Diamanten braucht man auch immer, um die Waffen wiederherzustellen. So. Guten Morgen, Link. Wie steht es mit dem roten Leunen? Hier, bitteschön. Oh, fantastisch. Lass mich schnell einen Blick darauf werfen. Sehr schönes Protee. Na, kreisch schon nicht so. Was für ein seltsamer Schrei. Bitte verzeih mir. Es geht mir schon wieder gut. Das ist also ein Leune. Eine furchteinflößende Bestie. Wenn sie das sehen, werden sich auch die Dümmsten hoffentlich aus dem Kopf schlagen, das Donnerhorn zu besteigen. Ich danke dir. Ich werde den jungen Leuten im Dorf dieses Bild zeigen. Oh, richtig, deine Belohnung. Sora Beinschutz! Diesen Sora Beinschutz entwarf vor langer Zeit ein Schmied auf Geheiß des Sora-Königs. Er wurde sehr populär. Vielleicht weißt du, dass der östliche Stausee ein Gemeinschaftsprojekt von Hylianern und Soras war. Nachdem er vollendet war, begann man als Zeichen der Freundschaft diese Art Beinschutz für Hylianer anzufertigen. Leider kamen mit der Zeit immer weniger Hylianer zu uns. Deshalb musste der Rüstungsladen meines Vaters schließen. Dieser Beinschutz war das Letzte, was noch in unserem Lager verblieben war. Damit kann ein Hylianer schwimmen wie ein Sora. Bevor er in unserem Lager weiter Staub fängt, gebe ich ihn lieber dir. Dir als Hylianer wird er sicherlich hilfreich sein. Ja, warum auch nicht? Schleichschnecken. Die brauche ich doch gar nicht. Aber egal, ich sammle sie ein. Was möchtest du denn? Torfeo. Oh. Hylianer. Du hast es sicher... Was? Du hast es tatsächlich geschafft, Ruta zu besänftigen. Das ist unglaublich. Ich frage mich, ob du auch das hier schaffst. Besiege den Hinox vom Ralis-Teich. Gerne. Gut, dann probier es mal aus. Für den Retter unseres Dorfes sollte das doch ein Spazierschwimm sein. Dann viel Glück. Ein kleines Riesenproblem. Haha. Warum nicht? Moment. Zack. Ach, der ist ja gar nicht so weit weg. Ah, hier haben wir ein paar Sora-Sachen. Können wir gleich mal hier ein paar Holzschilder wegschmeißen? Sehr schön. So, wo geht's am schnellsten dahin? Na, sowas. Was ist denn hier los? Ha! Wie geil. Chicken Wings aus der Luft. Ein paar Pilze für unterwegs. Auch ganz nett. So. Ich habe das Gefühl... Ich habe hier eine Markierung gesetzt, dass hier in der Nähe irgendwo ein Schrein sein muss.
Aber vielleicht ist er auch unten am Wasser oder so. Oder keine Ahnung. Oh nö. Das hat wieder mit einer Quest zu tun. Das hat wieder mit einer Quest zu tun. Hat zwar keine Ahnung, was man hier machen muss, aber... Na? Ach so. Man sollte auch die Sora-Rüstung anziehen, um da hochzukommen. Sonst sieht schlecht aus. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir zu dem Hinox kommen. Ein bisschen Aufwind schadet nicht. Wo ist er jetzt? Ach da. Vielleicht. Zack. Aua. Setzt er sich einfach auf mich. Jetzt meine Wächterachse kaputt. Haha. Erwischt. Down. Rostschleichschnecke. Vielleicht das Ritterschwert noch mitnehmen. Da schmeißen wir die Holzfäller-Axt weg. Schade. Und ich dachte, ich könnte es in der Luft zerhacken. Sieht so verdächtig hier aus, aber naja. Dann würde ich sagen, zurück zum Dorf. Dann haben wir auch da eine kleine Nebenquest erledigt. Und dann teleportieren wir noch zum Dorf von Akala und betreten den auch, beziehungsweise erklimmen den. So. Na, wo war der noch mal? Ach, hier. Einmal rum. So. Da müsste er. Ach, das war eine Sie. Da müsste sie stehen. Ja. Außer Puste. Oh. Was riecht denn hier so? Du hast den Hinox vom Raliszeich besiegst? Was? Im Ernst? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke, schätze ich. Als Recke, der unser Dorf gerettet hat, spielst du in einer anderen Liga. Dann hier. Nimm das. Anders kann ich mich nicht revanchieren. Silberner Rubin. Oh. Bei der Sache mit dem Hinox bist du mir zuvor gekommen. Ich muss stärker werden. Du hast mir doch die Aufgabe gegeben. Also löse ich die Aufgabe auch. Auf der Karte siehst du, wo dein momentan ausgewähltes Pferd sich befindet.
drücke nach unten, um es herbeizurufen, wenn es in der Nähe ist. Steuerkreuz nach unten. Ja, aber nur, wenn es in der Nähe ist. So. Gucken wir mal. Dahin müssen wir. Ist nur die Frage. Oh, unser Aufwind ist nicht mal aufgeladen. Toll. Mal schauen. Das ist jetzt natürlich ärgerlich, dass der Aufwind nicht aufgeladen ist. Das wäre eine sehr gute Methode gewesen, um schneller hochzukommen. Jetzt müssen wir auf die Kletterrüstung. Haben wir auch was für Geschwindigkeit? Ich glaube nicht. Na egal. Ich frage mich, was mit dem ist. Den hat's erwischt. Ruinen der Akala-Festung. Komm, tschüss. Ciao, Kakao. Oh, jetzt regnet's natürlich. Menno. Okay, versuchen wir den mal so down zu kriegen. Aua. Ha, so. Hallo? Was soll denn das? Hallo? Ich habe zweimal diesen doofen Strahl zurückgeschmissen. Und trotzdem bin ich eiskalt verreckt. Eiskalt. Das ist ärgerlich. Aber der Regen war auch ganz schön nervig. Gut, dann heben wir uns den Turm für den nächsten Part auf. Vielleicht regnet es bis dahin mal nicht mehr. Ich kann ja nochmal versuchen, den einen Wächter hier. Komm her. So. Aha, dem, da muss man mehr strahlen. Okay, noch ein. Dreimal muss man den Strahl zurückwerfen.
Nicht schlecht. Und tschüss. Aber die Drops nehme ich noch. So. Das wusste ich nicht, dass die Dinger dreimal ihren eigenen Laserstrahl überleben. Gibt's hier was zum Einsammeln? Antike Schraube. Und noch was? Nö. Okay. Dann geht's im nächsten Part hoch zum Turm. Dann sehen wir weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part, wenn es dann nicht mehr regnet. Ciao und bis dann.